Wir möchten Ihnen heute zeigen, mit welchen Ideen Herr Schönbeck antritt, um den Bundestag zu beleben. Herr Schönbeck, herzlich willkommen. Sie sind der Mitbegründer, der Initiator und der Vorsitzende von Willi Weise. Ganz platt gefragt, was ist Willi Weise oder wer? In Willi steckt der Wille und in Weise die Weisheit. Wenn die beiden zusammenkommen, dann kann was passieren. Und das soll im September in Deutschland passieren. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist Willi Weise keine Partei im landläufigen Sinne. Sehr richtig. Es gibt für den Wähler zwei Stimmen, die er abgeben kann. Eine Zweitstimme, damit wählt er die Liste, die Partei. Also ich gebe die Zweitstimme der FDP oder wie auch immer. Und dann gibt es noch eine Erststimme. Und da hat das Wahlgesetz samt Grundgesetz im Hintergrund vorgehabt, sonst hätte es ja nicht zwei Stimmen gegeben, dass da Persönlichkeiten aus der Region gewählt werden, die dann sich ganz speziell um die Region kümmern. Was haben die Parteien gemacht? Sie haben sich diese Erststimme auch noch genommen, indem sie dann eben nochmal Kandidaten aufstellen, auf der linken Hälfte des Wahlzettels, und da steht dann ganz klein in Klammer CDU oder SPD oder FDP oder was auch immer. Und es hat noch kaum irgendein Kandidat geschafft, der nicht diese Beifügung hatte. So, und jetzt kommt das Neue. Wenn wir uns überlegt, wieso sollen wir denn die Zweitstimmen haben wollen, wir uns genügen doch die Erststimmen. Ich gebe meine Erststimme immer dem Kandidaten, der als Kennwort, das ist vorgeschrieben in Deutschland, du musst ein Kennwort bei deinem Namen haben, als Einzelkandidat ohne Partei. Die haben als Kennwort Willi Weise Projekt. Wenn ich Sie richtig verstehe, hat Willi Weise also keine Zweitstimme, sondern überall Genau, Erststimmenkandidaten. ja. Unser Kandidat oder unsere Kandidatin, wir haben auch viele Frauen dabei und jede Altersgruppe, muss einfach mehr Stimmen haben als die Partei. Direktkandidaten. Also das soll ja wirklich neu sein und das ist auch neu, dass das Volk sagt, da regieren wir doch lieber selber, die kriegen ja nichts hin. Und das passiert jetzt. Also sind einfach Menschen wie du und ich, Hartz-IV-Empfänger, Hausfrauen, Bauern, wir haben Professor mit drei Doktortiteln, also ist alles vertreten, richtig schön das Volk und so soll es sein. Und die gemeinsame Linie hat sich jetzt so ergeben, das heißeste Thema im Moment, nicht nur in Deutschland, eigentlich auf der ganzen Welt, auch in Amerika gibt es eine starke Bewegung dafür, ist das bedingungslose Grundeinkommen. Die Würde des Menschen wird erst möglich, wenn er keine Angst mehr hat. Der hat schon Angst, der muss jetzt aufs Amt, möglichst nackt, zum Funktionär und sagen, gibst du mir noch 30 Euro Heizkostenzuschuss, sonst komme ich den Winter nicht durch. Und so geht das durch die Bank. Jede Kleinigkeit muss er zum Funktionär, zum Amt, Formulare ausfüllen, Kindergeldzuschuss. Es ist ein endloses Gewirre von Formularen, Angst und Entwürdigung. Und da sagt eben Professor Götz Werner, und wir haben das aufgegriffen und vielleicht 200 Initiativen in Deutschland sagen, dieses Grundeinkommen setzen wir durch und das finanzieren wir auch. Was haben Sie mit der Gesundung des Menschen vor? Das klingt ja spannend. Gut, jetzt wollen wir mal die Klammer schaffen zu Kunst und Handwerk und Gesundheit. Das ist unmittelbar miteinander verknüpft. In dem Moment, wo der Mensch Freude hat, habe ich ja vorhin erklärt, an seiner Kunst, am Handwerk, überhaupt am Schaffen, wird er gesünder. Wir rufen jetzt zum Beispiel folgendermaßen aus. Geh zur Wahl, wähl wie immer deine Lieblingspartei, Klammer auf, wenn du sowas hast, Klammer zu. Aber um Himmels Willen, gib dir nicht wieder wie 60 Jahre lang auch noch die Erststimme. Die Erststimme diesmal mal ganz anders einsetzen. Wenn du was Neues willst, dann musst du mal was Neues machen und die Erststimme dem Willi-Weise-Projekt geben.